Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Satisfactory. Ja, hier ist sie wieder. Es geht wieder weiter. So, ich sitze gerade im Zug vom Atomkraftwerk. Da hatten wir ein kleines Problem. Und naja, das erzähle ich euch jetzt gleich. Ich finde es hier gerade relativ laut, den Zug hier. Aber naja, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, das Problem war, ich hatte jetzt hier, wie ich noch so ein bisschen nachgespielt habe, immer wieder Stromeinbrüche, dass der Strom ausgefallen ist. Dann habe ich schon gedacht, naja, das kann ja wieder nur mit dem Atomkraftwerk zusammenhängen. Naja gut, zum Teil hat es gestimmt, ja. Es hat damit zusammengehangen. Aber jetzt nicht wegen irgendwelchen Brennstäben, die gefehlt haben oder so, oder weil irgendwas übergelaufen war. Nein. Das Wasser hat gefehlt. Das Atomkraftwerk, das hatte ich ja maximal geboostet und es braucht dann hier das Doppelte, was ein Rohr liefern kann, also 600 Kubik an Wasser. Und wir wissen ja, ein Rohr liefert ja bloß 300 Kubik pro Minute, ne? Ja. Und da frage ich mich, was hat sich der Entwickler dabei gedacht, das so zu machen, wenn man mit keinem Rohr 600 zuführen kann. Auch wenn man zwei Rohre hinlegt und dann mit einem Verbinder hier, da hättest du ja immer noch die Bremse, praktisch über den Verbinder dann, praktisch, dass du da nur 300 durchjagen kannst. Und ja, das Problem war eben, wenn ich das Ding auf 152% geboostet habe, dass wir eben zu wenig Wasser hatten. Ja. Und deswegen ist immer bei einer gewissen Auslastung so über, es waren glaube ich über 50%, dann ist mir dann sozusagen das Wasser weggebrochen und somit auch der Strom. Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich das Kraftwerk tatsächlich mal nur noch auf 100% laufen lasse. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Strom zur Verfügung. Aber das Problem werde ich auch bald gelöst haben. So. Ja, das war auch ganz spaßig mit dem Zug dann praktisch da hinzufahren. Wenn da ständig der Strom wegbricht, dann musstest du irgendwo wieder zu einem Strommasten den einschalten, dann hoffen, dass du wieder ein Stück weiter kommst. Naja, das war schon ganz spaßig. So, gut. Aber das ist jetzt nicht das Einzige, was ich so erzählen will. Ich habe da einiges zu erzählen. Ja, das gefällt mir auch nicht, dass da jetzt ein Loch ist, aber da ist dann keine Platte mehr gegangen. Keine Foundation mehr. Die geht doch wieder hin, okay. Merkwürdig. Sonst hatte ich da immer Probleme, dass es nicht mehr zuging. Oder geht es da jetzt auch? Haben die was verändert? Ups. Das wollte ich nicht. Ne, da kann man nicht zubauen, okay. Ja. Also, ich habe jetzt auch mal, das heißt endlich, wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt endlich mal Mods installiert, sozusagen. Ja. Ich habe ja immer erst gesagt, ich mache ein Spiel fertig, aber wir sind ja im Prinzip so gut wie durch und na, wir optimieren und reparieren die Fabrik momentan noch, aber man kann doch jetzt auch mal ein bisschen Würze noch ins Spiel reinbringen hier, ne? Ja, die meisten Mods muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal freischalten. Was ist das da hinten? Ach, der Schatten von den Palmen sieht so komisch aus. Gut, okay. Na du, großes Trampolin. Boing, boing. Gefällt dir das? Oder nicht? Ja, da habe ich jetzt auch hier mal endlich Turboröhren hingebaut. Aber eigentlich sind die jetzt auch schon fast wieder egal. Weil ich jetzt auch was gemacht habe. Also man kann... Man kann eigentlich immer nur von unten nach oben reisen. Die habe ich jetzt hier sozusagen in den Treppenaufgang gemacht. Na gut, da habe ich es jetzt ein bisschen unsauber verlegt, aber man kann die Treppe noch benutzen. Das ist ja, aber wer nutzt noch Treppen, wenn er Röhren hat? So, dann habe ich jetzt zum Beispiel hier eine Röhre, die habe ich jetzt mal grün gemacht, die ganz nach oben führt. Zack, machen wir die Bauchlandung. Runter können wir ja praktisch auch immer wieder hier runter springen. Und dann haben wir da zum Beispiel den Stock noch eine Röhre. Das ist die normale, angepinselte hier. Flupp.
Zack. Ja. Das war mal meine Idee davon, dass man das so machen könnte, weil wir ja und weil wir mehrere Etagen haben. So, Spaß mit der Turboröhre. So, gut. Des Weiteren haben meine Lizardogos auch wieder ein bisschen Atommüll gefunden. Das war schön. Wenn du da so herkommst und auf einmal geht der Geigerzähler ab hier und naja, und du verlierst Leben, ne? So, habt ihr wieder was Neues für mich? Was habt ihr denn da? Na, Kupfer brauche ich nicht. Du hast einen Schuppenpanzer, können wir nehmen. Du hast, oh ja, die Schnecke nehmen wir auf jeden Fall. Ja, das Problem ist immer, weil es 5 sind, dass man in jedem hier Holz, naja, braucht man eigentlich nicht. Die Bären nehmen wir gern mit. So, noch jemand. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle durch habe. Ja, nee, keine Ahnung. Wenn die so ein bisschen ihre Farbe ändern würden, wenn man sie abgegrast hat. So, da habe ich jetzt des Weiteren auch mal ein Werk gebaut, wo uns einfach hier Biomasse macht, ja. Das fehlt eigentlich noch hier dann eigentlich ein Lagercontainer dafür. Ja, da können wir jetzt einfach mal hergehen. Die Biomasse mal hier parken. Habe ich hier gerade einen Holzstapel, der nicht voll ist? Ja, da. Da habe ich jetzt eigentlich mal gedacht, da könnte man mal anfangen, halt das Zeug, was ich da mal gesammelt habe, hier so praktisch nach und nach abzutransportieren. Wie steckt denn sich eigentlich Holz? Das weiß ich gerade gar nicht. So, aber jetzt stecken wir das jetzt nochmal neu. 100 immer, okay. So, ja, jetzt ist es wieder schön aufgestapelt hier. Ja, und da kann man wieder ein paar neue Blätter reinschmeißen. So, jetzt hat er ganz genau, weil man das kann man eh nicht automatisieren, deswegen habe ich da so eine Handproduktion jetzt gemacht. So, jetzt müssen wir mal kurz in das Abelsom Shop gucken. Ist da jetzt was Neues drin oder weil wegen den Mods, weißt du? Das weiß ich nicht. Nee, da ist das ist nicht drin, ja. Nee, ich glaube, das ist jetzt hier in dem Lift, sage ich schon. In dem Fixe-Dingsbums der Hub-Terminal. More Handslots kann ich jetzt wieder ein paar Sachen erforschen. Das müssen wir jetzt halt dann so machen. Was willst du da? Blätter. Okay. So, 5 Blätter reinpacken. Toll. Ist ja lustig. So, 500 haben wir irgendwo. Ja, da haben wir einen Durcheinander-Blattelstapel. So. Dann tun wir mal kurz die Dinger freischalten. Also zumindest das hier. Ja, das ist schön implementiert und der Modloader ist auch automatisch. Den installierst du und kannst du schön auswählen. Musst halt von außerhalb des Spiels. Das ist nicht so komfortabel wie bei Factorio. Aber es geht. Also es ist geil, dass man sich dann die Mods praktisch so raussuchen kann. Da wird auch gleich angezeigt, ob sie kompatibel sind oder ob sie outdated sind, je nachdem. So, wo ist denn jetzt hier? Das brauchen wir nicht mehr. Ja, gut. Ach, jetzt... Ah, das dauert 9 Minuten, bis der zurückkehrt. Jetzt habe ich aber... Warte mal. Na, nö, falsche Taste. Jetzt habe ich hier mehr freie Handslots. Das ist schon mal ganz genial. Jetzt können wir nämlich hier mehr Sachen in die Hand nehmen. So, die Kettensäge... Kann man auch die Gasmaske da reinpacken? Nee, ne? Okay. Die, ah, das tut jetzt über ein Buddy-Part hier drüber. Ah ja, ein MK2, wie heißt's, Raketenrucksack habe ich jetzt drin. Da können wir unsere Tasse, unsere heißgeliebte, das zieht er auch an, ja. Das da geht auch nicht. Dann hätten wir noch Nüsse oder Signalisatoren habe ich alles noch in der Hand und Nüsse. Kann man mal noch so zum ab und zu zwischen rein essen, wenn man hier gleich so einen Inhalator nehmen will. So, das ist schon mal das sehr praktisch. Das gehört eigentlich. So, jetzt haben wir nämlich hier sogar noch mehr Platz hier in unserem Inventar. Das ist genial. So. Jetzt dauert es halt, wie gesagt, bis das hier zurückkehrt wieder. Das ist wie beim anderen Mal auch. Das wird mal upside down. Dann habe ich hier Natur Foundation.
And more foundations. Ja, da gibt es so ganz viel. Das Big Ladder ist genial. Das werde ich so nach und nach jetzt so angehen. Ich werde jetzt nicht hier eine große Mod-Session machen oder so. Oder hier jetzt in einer Folge alle Sachen vorstellen. Geht ja auch nicht. Ich muss ja erst erforschen. Meiner gibt es so Sachen wie 90 Grad gedrehte Foundation, so gekippt und dann gibt es Hochkant hier. Das ist genial. Das hat mir halt gefallen. Und ja gut, Natur weiß ich nicht gar nicht. Gras. Ach so, man kann hier auch noch. Ah. Naja gut, die wird man weniger jetzt brauchen, dass man jetzt hier irgendwelche farbangepassten Foundations baut. Na, da kann man halt dann so ein bisschen natürlich belassenes bauen. Hier gibt es noch mehr Sachen. Holodeck Wall. Weiß ich nur nicht genau, wie das geht. Was mit Vehicles? Kann man im Fahrzeug dann bauen? Naja, habe ich eh nie gemacht. So, da haben wir Farming, Basic Farmer und so weiter. Das werde ich auch mal irgendwann ausprobieren. Icon Panel Science zum Beispiel. Lights. Die Lights, die waren mir ganz wichtig. Und die Fans ist hier auf jeden Fall, weil da gibt es auch halbe. Vielleicht, ich weiß es nicht, oder ist es jetzt zum Schieben? Ich weiß es gar nicht. Das ist das hier Outer. Ach, Gaps. Fans Outer. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet, aber okay. Werden wir rausfinden. Pre-made Constructions Work in Progress. Ah ja, da haben sie es noch jetzt so ganz fertig hier. Runde Foundations. Lichter, ja, Lichter auf jeden Fall. So, da müssen wir jetzt aber noch ein wenig warten. Jetzt will ich mal gucken, ob es hier in der Forschungsstation auch was Neues dann ist. Ob wir da irgendwas forschen müssen oder so, das weiß ich ja nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern jetzt hier die Modder das Spiel so ändern können, wie die da eingreifen können. Ja, gut, okay, da gibt es nichts Neues, das ist auch schön. So. Aber was ganz, ganz Lustiges. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das Ding hin? Da, da ist das Fahrzeug. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass es geht. So, also wir kennen ja, wir können hier rumfahren und das fesselt fast kaum um. Fährt elektrisch und hat keinen Sprit hier. Gut. Okay. Jetzt kann ich aber hier nochmal Linksklick machen. Und hab hier eine Alarmdings hier, hab hier eine Sirene. Dann sagen sie, Alarm hier, ich muss schnell hier, ich bin der Techniker. Also, wenn es mal ein Notfall ist, haben wir unsere rote Lampe dabei. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Knopf oder sonst was. Da kann ich hier sozusagen durch die Fabrik heizen und sagen, hier Alarm. Ich habe mich echt mal so richtig flach gelegt und vor Lachen, naja. Und habe mir echt gedacht, ernsthaft, da ist eine Sirene dabei. So, wie gesagt, das Fahrzeug kann man fast nicht umwerfen, wie ist es schon umgelungen sozusagen. Aber die Clownskarre, die ist halt einfach genial. So wie der halt da drin sitzt, das ist auch, der hockt wie so ein Aff am Schleiftime. Ja, man kann das Ding ja zusammenfalten. Ja, scheiße, jetzt stecke ich fest. Geil. Notfall, ich stecke fest. Technischer Dienst. Kriege ich das hier wieder frei? Nee, jetzt geht auch nur die Alarmanlage, okay. Kann man wieder runternehmen. kriege ich das irgendwie hier wieder weg? Hallo? Hm. Ach, verdammt. Aufheben, ah ja, gut. Aufheben und dann wieder hin. Oh, jetzt ist es zusammengeklappt. Ja, ich muss den dann erst wieder in die Tasche nehmen und dann muss ich das so machen. Muss hier meine ganzen. So. Ja, wieder aufstellen hier. Ja, das ist noch ein Problem, dass er da feststeckt. Ups. Was hatte ich da jetzt gerade? Ich weiß es gar nicht. Ich habe doch da was gerade abgelegt für, ne? Hm? Bin jetzt doof? Doch, die Tasse war.
So. Gut, unser Karren mit Alarmsirene oben drauf, ja. Hui. So, jetzt gucken wir mal, ist die Sonde jetzt zurückgekehrt? Da muss ich nämlich noch was. Lichter, ja, möchte ich erforschen. Wobei, eins wäre mir fast noch wichtiger wie die Lichter. Lass mal gucken, wo das drin ist. Lights. Ach, da gibt es nochmal Lights. Siling Lamps. War Lamps. Was? Light Power Disruptor. Was auch immer das ist. Disrupts Power to Nearby. Ach so, das sind wahrscheinlich verschiedene. Ach, vielleicht sind es zwei verschiedene Mods hier, wo da Lichter drin sind. Dann habe ich hier einen Fahrstuhl. Kohlengeneratoren mit zwei Inputs zum Beispiel. Das brauche ich jetzt zwar nicht, aber das war dabei. Der Fluid Sink, den möchte ich eigentlich noch entwickeln. Sonst, wir gehen mal einfach weiter durch. So, das ist das Pharma, da kann man auch Sachen dann kochen hier und so. Obwohl man es eigentlich gar nicht braucht. Oder Nüsse anbauen oder so. Greenhouse Mod. Ist eigentlich ganz nice. Da Kartoffeln und so weiter. Aber so weit werde ich es gar nicht brauchen. Aber irgendwas war auch, dass ich die Tiere halten kann, richtig oder gescheiter. Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber naja, gut, wird man rausfinden. Boxed Uranium haben wir ja noch. Damit könnte ich zum Beispiel jetzt unseren nuklearen Müll in Kisten verpacken. Da kann man dann rumtragen, ohne dass er praktisch hier Strahlung frei wird. Das wird dann sozusagen mit Blei verkleidet und so weiter. End Radiation Box hier. Also das sind die, wo, aber warum sind die eigentlich hier so viel hier? Ich weiß es halt ganz genau, wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall, hier ist eine Packmaschine dann dabei. Und das verpackt es dann. So, dann gibt es ja noch einen Nuklear Power Plant. Mit 5 Inputs. Mir war es nur wichtig, dass man da praktisch ein oder zwei mehr Leitungen anschließen kann. Ressource can automatic be lowered to mid. Okay. Ja, mir war es halt nur wichtig, dass wir da mehr Wasser anschließen können. Jetpack MK2 noch. Hier müssen halt alles erforschen. Da brauchen wir halt hier verschiedene Sachen. Ah, meine Drohne kommt zurück. So, jetzt weiß ich gerade, wir brauchen von den Rollen was und dann war es noch irgendwas. Ah, ich kann ja inzwischen mal die Schnecke hier verarbeiten. Zwei Energiefragmente, perfekt. Wir haben eh gerade gar keine mehr. Hat es auch gegeben, dass man solche Dinger bauen kann. Das wäre dann sogar mit Nuklearbrennstäben gewesen, aber das war mir dann zu frickelig oder zu viel. Ach, da ist ja auch eine Tasse Brei. Wer ist bitte Brei? So, wir brauchen hier ein paar Sachen. Zum Beispiel das hier. So, jetzt brauchen wir noch. Warte mal, wer konnte doch? Ah, da, man sieht es ja hier. Aber Fluid Sink war mir eigentlich so ganz wichtig. Es gibt da noch andere Sachen, wo dabei sind bei der Mod hier. Natürlich, wer so ein bisschen wissen möchte, was für Mods ich da habe, kann ich euch gerne dann auch mal in die Beschreibung schreiben, wenn ich es nicht vergesse. Im Moment habe ich es noch nicht drin, aber ja, kommt dann noch. Ja, übrigens, ich nehme jetzt hier das Spiel auch in 60 FPS auf. Ich hoffe, dass man das ein bisschen merkt auch und naja, dass es jetzt hier von... Ich bin im Moment noch so ein bisschen am Einstellungen rausfinden mit dem Rendern dann und so weiter. Dass man da halt dann auch eine gute Qualität sieht beim Ganzen her. Hui. Was? Hänge ich da an der Decke? So, weiter geht's. Ne, aber mit den kleinen Mods habe ich mal geguckt, ob es halt irgendwie so Sachen gibt, die einem immer so ein bisschen helfen können. So, hier können wir doch mal rausnehmen. Ich nehme mir gleich noch ein paar mehr mit, weil wir eh selber noch ab und zu brauchen. Für Rohre. Was ist denn hier schon wieder los? Ah, ich weiß, was los ist. Da müsste normales Aluminium kommen. Das Wasser ist wieder voll. Und deswegen habe ich eigentlich das Water Sink da, ja. Weil ich eigentlich jetzt keine genaue Verwendung für das Wasser da habe, wo man da in den Container reinpacken.
Und nur immer mehr Container bauen bringt dir gar nichts, ne? Das hilft uns nicht weiter. So, jetzt brauche ich noch die Rotoren. So, ich habe jetzt gedacht, es sind jetzt 13 Mods. Ich habe jetzt gedacht, es geht bestimmt gleich das Spiel immer, wenn ich da so viele Mods reinhau. Wie viel brauchen wir denn hier? So viel brauchen wir ja gar nicht. 100. Ja gut, dann haben wir noch ein paar zerdrückte hier. Passt. Ich will ja jetzt auch nicht das Inventar wieder so voll mühlen. Dann lassen wir die Drohne gleich nochmal starten. So, zack und zack, zack, zack. Merk. Start. Endlich haben wir wieder was zu erforschen. Ja, das ist nicht vom Entwickler hier jetzt, ne? Es sind wirklich von Leuten, die eben gerne solche Mods schreiben und so jetzt hier Sachen. Als nächstes Basic Ranger ist jetzt dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht, da Doku Item Collector zum Beispiel gibt es hier. Can house four Dokus at time, use one Doku Feed pro Minute. Ah ja gut, da braucht man dann auch Futter für die, da müssen wir uns dann auch mal reinfuchsen, aber das muss jetzt nicht sein. So, die Fans, die Fences möchte ich haben, die Zäune, es ist leider hier auf Englisch, aber okay. So, da brauchen wir dann hier Stangen und was blöd ist, dass man das da nicht mehr vorher reinpacken kann schon. Wir brauchen hier Eisenplatten und 100 von den Stäben, da haben wir auch nicht genügend. So, Eisenplatten. Und Stäbe gibt es hier. Stäbe. Wisst ihr was? Wir füllen das mal auf 100 wieder auf. Und hier. Entsprechend Eisenplatten machen wir gleich mal so. Die brauchen wir ja immer wieder. So. Läuft. Des Weiteren habe ich auch noch so Wallpapers hier mit reingenommen, wo man angeblich so Symbole von der, was produziert wird, dran machen kann. Und das habe ich mir eigentlich für die Lagerhäuser so ein bisschen gedacht. Mal schauen, wie das dann funktioniert. Wann kommt die Drohne zurück? In 3 Minuten, ja. Es dauert einfach viel zu lang gerade wieder. Hat man den Sink, haben wir jetzt aber freigegeben, oder? Der Sink müsste jetzt hier baubar sein. Wo ist denn der drin? Das ist die Frage. Manche Sachen hat man, glaube ich, auch schon so. Utility Signs. Ah ja, das ist neu. Das ist im Prinzip, ich kann es ja mal, ich weiß es gerade nicht, was der Unterschied ist. Can place is near container, much trailer, was? Ah ja, okay. Wir machen mal beide hin. Small. Ach, der ist höher dann. So. Ich meine, das ist nichts anderes wie eine Texttafel hier. Da kannst du jetzt einfach die Größe des Textes einstellen. Ja gut, das ist noch ein bisschen falsch hier dann. Kannst jetzt normal oder kannst kannst jetzt dann hinschreiben, was du hast. Zum Beispiel Eisen, Platten oder so. Save and Exit. Na, Exit funktioniert noch nicht so wirklich. So, zum Beispiel kannst du das dann so machen. Das wird mir auch schon genügen, natürlich. So, das kann man halt dann so zum Beispiel irgendwo hinstellen, dass man es halt lesen kann. So, haben wir noch irgendwie sowas? Das sonst ist da nichts mehr. Da haben wir jetzt gerade auch nichts. Organisation, jetzt will ich mal gucken, wo ist denn das? Wände. Fundamente. Logistik. Multi-Cross-Junction. Das ist jetzt so. Ich kann die... Ah, da kommt schon wieder der komische Ding. Ich weiß gar nicht genau, was die machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja, das wird man wahrscheinlich eh nicht brauchen. Aber man kann hier mehrere Sachen anschließen. Bis zu 22.
Flötzing, das brauche ich. Makes your flöte disappear. Mini-Storage braucht man nicht. Das kann man praktisch so anbringen. Dann hat man 8 Anschlüsse für die Flüssigkeiten hier. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das kennen wir schon. Das war ja schon im Spiel, das Wandloch hier. Pipeline 6er. Ach so, Slack 6er ab. Kann es mal hier platzieren. Ach so, ja, das ist praktisch so ein Würfel, wo man 6 Abgänge hat. Ja, wenn man es braucht mal vielleicht. Das ist halt mit dabei. Mir ging es eigentlich wirklich bloß um den Fluid Sink hier. Also der hat 4 Eingänge. Und ja gut, den kann ich jetzt auf Foundations nicht platzieren anscheinend. Den wird man jetzt aber da hinten hinbringen. Da, wo ich immer das Wasser ausleeren muss. So, was macht denn der Fettsack hier eigentlich schon wieder hier? Der stört mich hier. Dass der hier immer wieder in die Base kommt. Ich muss ja gar nicht da hochfliegen. Warum fliege ich jetzt eigentlich da hoch? So, Koks wird da jetzt wieder vermehrt abgegeben. Ja, weil hier keiner verbraucht wird. Das klappt also wunderbar, unsere Programmierung sozusagen. So, mir geht es jetzt darum, um hier das Wasser hier loszuwerden. Ja, ich weiß nur noch nicht, wie der Sink funktioniert. Fluid Sink. Nicht genügend Freiraum, also... Ich glaube, da unten kann man dann bauen, aber hier auf der Foundation... Ah, ja. Hm. Da kann ich ihn bauen, aber das, das soll er nicht hin. Ja, wenn nicht, machen wir es einfach so. Wir bauen den hier an Flussnähe und lassen dann hier praktisch unser Wasser versickern, wenn wir es mal so wollen. Ja, aber so eine lange Leitung kriege ich, glaube ich, hier gar nicht runter. Muss mal gucken. Ich mach mal Geronimo. Ja, Fall Damage kann man auch ausschalten mit einem Mod. Das habe ich aber gesagt, das ist ja Cheating. Das ist, sonst ist es ja uninteressant vom Spiel hier, wenn man das ausmacht. Fluid Sink. Ja, hier geht's. So. Man kann da nicht in das Ding reingucken, aber ist ja egal. So, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, ne? Schön. Doch, ich komme hoch. Muss ja bloß ein eine Abkürzung nehmen. Was heißt Abkürzung? Komm, 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 komm. Ah, nein. Aua, 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 aua. Ah, verdammt. So. Das soll vielleicht dann auch mit dem anderen Jetpack auch anders werden, dass der ein bisschen mehr Power hat. So, dann geht's mal hier hoch. Kommen wir hier so hoch? Nee, ne? Oder? Ja, gerade so. So, jetzt haben wir da eine Leitung. Kann ich gleich mal kopieren, oder? So, Baumutter Standard, nein. Vertikal, bitte. Ich lasse aber trotzdem die beiden Behälter hier vielleicht mal. Das Rohr ist zu lang. Warum war mir das sowas von klar? Ja, wie macht man das denn jetzt? Kriege ich denn da so eine lange Leitung runter? Da geht's. Ich meine, das Raum müsste sich jetzt hier ziemlich schnell selber füllen. Dadurch, dass es hier runterfällt. So, ja gut, das ist jetzt hier nicht. Ach, Mist. Das war jetzt aber nicht so gedacht. Na gut, dann machen wir es halt. Ungültige Form, danke.
Dann reiße ich den Kameraden halt nochmal ab. Fluid Sink. Wir können dann auch hier einen Fluss machen, dass wir sagen können, ja, das fließt hier ganz gemütlich wieder hier zurück. So. Das dürfte sich jetzt selber selbsttätig füllen hier. Also es läuft hier jetzt praktisch ab, das Wasser. Der Dinger ist blau, okay. Das wusste ich gar nicht, dass der blau ist, okay. Ja, aber das ist jetzt einfach eine ganz einfache Methode, um unseren Behälter da immer wieder leer zu bekommen. Brauchen wir eigentlich auch nicht hier im Moment die Wand her. So. Und eigentlich die, so breit muss das ja gar nicht sein. Das haben wir auch schon mal festgestellt. Das kann man auch mal hier ein bisschen kürzen, das ganze Geschichtle. Diese Fahrrampe, die war mal gut, aber jetzt muss sie leider weichen. So, das reicht erstmal. So, zum Hochlaufen ist die Rampe ja noch ganz nützlich. So, jetzt hat es, schauen wir mal, was das hier in den Wassertanks macht. Ob das hier das macht, was es soll. Und wenn ja, dann bin ich froh. Dann freue ich mir. Und vielleicht reiße ich dann tatsächlich den Behälter noch ab hier. Netzabflussrate 300, okay. Ja, das dauert jetzt eine ganze Weile, bis das hier abfließt, weil es ziemlich viel Wasser ist natürlich. Aber das Wichtigste ist, dass es hier weiterlaufen kann, hier die Aluminiumproduktion. Sehr schön. Ja, da kriegt sein Wasser weg. Ich weiß gar nicht, wie viel das speichern kann, bis es voll ist. Es ist Wasser! Wie ist denn das bei mir, bei dem hier? Ja gut, das müsste jetzt eigentlich ablaufen, ne? Ja, es läuft aber auf jeden Fall perfekt. Ich meine, so ein Tank, der zum Beispiel 4 Ausgänge hätte, das wäre eigentlich auch nice. So, und den einen Tank, den reiße ich jetzt vielleicht dann ab hier. Das ist, den braucht man nicht mehr. So, weg damit. Dann können wir nämlich auch hier die Foundation hier nochmal wegmachen. So. Und dann läuft es hier praktisch in unseren Seal und dann ist gut hier. Sowas habe ich einfach gesucht, so ein Voider sozusagen. Wo man einfach Flüssigkeit, wo man nicht mehr braucht, verschwinden lassen kann. Das ist sowas Geniales. Und jetzt läuft unsere Produktion wieder. Hier wird wieder Kieselsäure gemacht, aber die wird man eh verklappen hier. Ja, die tun wir praktisch recyceln. Dafür kriegen wir ja unsere Tickets. Hui. Ja, von den Tickets habe ich mir ja wieder was gekauft. Aber, gucken wir mal. 4 Tickets momentan. Naja, das ist noch nicht so viel. Aber, naja. Ja, da soll ja noch mehr ins Shop reinkommen. So, lass mich mal was gucken. Ach, da ist noch so eine Wand. Die hängt hier noch rum. Na, komm, weg damit. Ach, da kann ich jetzt auch keinen Deckel mehr reinmachen. Genau, das geht ja auch nicht. Seite. Wir gucken noch mal kurz, haben wir noch irgendwas jetzt hier drin, was ich nicht freischalten habe müssen? Strom. Nee, das ist normal. Energieverbrauch wird automatisch reduziert, wenn möglich. Okay. Ich sehe jetzt erstmal nichts, dass hier was anders ist. Water Drill, genau, den gibt es jetzt auch noch. Also der extrahiert 72 Kubik Wasser pro Minute. Ist vielleicht auch noch boostbar. Und kann halt das mit dem 10 Meter nach oben transportieren, ohne Pumpe hier. Es ist eine Alternative zum Water Extractor, wenn man jetzt hier nicht so lang zum Meer möchte hier, ne? Sieht eigentlich identisch aus wie das hier. Das Bild ist ein bisschen verpixelt hier. Aber ansonsten ist es dasselbe, bloß dass das Ding bohrt. Also dass das hier ein
wie ein Brunnen ist, wenn wir es mal so wollen. Gut, Leute. Jetzt gucken wir nochmal nach unseren Dogos und nach der Sonde, ob die schon wieder da ist. Die ist, glaube ich, schon wieder da. Dann schicken wir sie gleich nochmal los. Merk. Feuerio. More Fences. Neue Gebäude, ja, und bald wird ja auch Licht werden hier bei uns. Ah, ja, guck jetzt, Adler. Jetzt haben wir hier Radiation. Moment, ich muss mal kurz meinen Anzug anziehen. Meine Dokus haben wieder Uranmüll gefunden. Komm her, wer hat's? Du hast Sämerz. Momentan braucht man das nicht, aber ja. Das ist eine Schnecke, eine gelbe sogar, geil. Der hat einen Speckpilz. Wer hat jetzt das Uran? Ja, der letzte hat's Uran. Na gut, okay. Ja, wieder mal Atommüll. Ich habe auch geguckt, da gibt es was, wo man Atommüll recyceln kann, aber das habe ich jetzt mal gelassen. Ich will da eigentlich nicht vorgreifen. Es soll irgendwann mal vielleicht vom Entwickler was kommen, wie man diesen Atommüll handeln kann. Ob man ihn wieder aufbereitet dann, aber es gibt da auch einen Mod, der ist sehr interessant, aber wirkt sehr kompliziert. Damit man, wo man auch dann hier die Sache wieder aufbereiten kann. So. Ja, und das wie gesagt, ihr habt ja gesehen, es sind jetzt schon 6-mal Waste hier. Das war das letzte Mal gleich 2-mal der Fall. Oder 2 auf einmal hatten das dann. Ja, da waren es wirklich mal strahlende Neuigkeiten wieder. Das freut einen doch. Wenn sozusagen der Hund einem hier ein bisschen Uran herbringt. Ein bisschen Atommüll oder sowas. So, Speckpilz kommt hier rein. Dann haben wir... Ach so, da habe ich auch noch ein paar Alien-Organe gefunden. Weg hier, Sortierung. Sonst haben wir es wieder, oder? Ja, dann können wir die Schnecke noch verbasteln und dann haben wir es für heute. Ach, das andere war auch eine gelbe. Jetzt haben wir wieder 4. Perfekt. Können wir wieder irgendwas hochboosten. Gut. Jetzt möchte ich noch mir kurz einmal die Fences angucken. Da habe ich eine Ecke, wo ich sagen kann, ja, da haben wir was, wo wir die Zäune brauchen können. Nämlich da hinten, da haben wir ein paar Stellen, wo wir eigentlich halbe brauchen und das nicht haben. Wie zum Beispiel hier. Ich mache das mal kurz weg. Wenn man hier einen halben bauen könnte. Organisation Fences. Gaps right. Fence outer. Bei dem verstehe ich es nicht ganz. Da ist eine Lücke in der Mitte dann. Left. Okay, jetzt muss ich auch gucken, was ich brauche. Right oder left? Right, glaube ich, oder? Hm. Okay, so sieht es aus. Dann haben wir hier einen Rest stehen, naja. Na gut, und dann werde ich halt hier noch eine Walkblade machen hier. Naja gut, das macht jetzt eigentlich auch keinen großartigen Sinn, aber naja. Ah, jetzt weiß ich, das andere ist dann, wenn man so einen Steg macht und das dann in der Mitte ist. Gut, das hätten wir jetzt nicht gebraucht, da kann ich nicht durchfallen. Sehr gut, okay. Ist brauchbar. Farbe, bitte. So, jawohl. Perfekt, ist gekauft und genehmigt. Auch wie beantragt. So. Zum Beispiel könnten wir hier noch einen halben gebrauchen. Ist das auch ein Right? Ne, das ist, glaube ich, ein Left. Ne, ein Left ist es nicht. Oder? Doch.
Weil ich sage immer, für mich ist eigentlich das hier die Innenseite vom Zaun. So, das ist perfekt. Jetzt kann man hier nämlich nicht mehr umpurzeln. Gut, falls ich da tatsächlich noch ein Turborohr hinbaue, dann ist das natürlich wieder obsolet hier. Dann kann man hier natürlich auch eine Wand hinpfeffern und dann ist eh Ruhe hier. Ja, wobei, da bräuchte ich mir eine Halbwand. Ja. Gut, Leute, dann sind wir eigentlich wieder durch für heute erstmal. Das war so ein bisschen Modkunde ja auch. Das nächste Mal mal gucken, dass wir da, wird man uns auch noch ein bisschen weiter damit beschäftigen. Wir werden das immer mal jetzt so von Folge zu Folge so ein bisschen gucken, was wir von den Mods brauchen können. Und ich muss die auch freischalten, also ist da immer wieder was damit dabei. Ich hoffe, es gefällt euch und es macht euch nichts aus, dass ich jetzt hier tatsächlich Mods verwende. Ich nehme jetzt keine Cheat-Mods hier oder so, wo dann uns da ordentlich ins Spiel reingreifen. Ne? Also von daher, ja, müssen wir eigentlich zufrieden sein. Wir können jetzt zum Beispiel mit den einen Rohrstücken, wo wir da haben, könnten wir vielleicht hier noch ein bisschen was ändern. Das muss ich mir mal anschauen, aber viel vielleicht auch nicht. Doch, mit dem einen, dem Kreuz zum Beispiel, dann könnte man die Schrägleitung hier so ein bisschen begradigen noch, ja. Naja, gut, schauen wir uns mal irgendwann an. Ich sage jetzt auf jeden Fall wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch einen netten Kommentar, macht ein Like und lasst ein Abo da. Denn nur durchs Abo verpasst ihr nichts mehr von meinen tollen Videos und unterstützt hierdurch noch meinen Kanal. Naja gut, und einen Discord-Server gibt es natürlich auch. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Steht's drin und ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.